Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zum Vereinscheck. Heute wollen wir euch mal die Sportart Polo etwas genauer vorstellen. Ja, ihr werdet euch jetzt die Frage stellen, warum steht denn der eigentlich vorm See und wo sind eigentlich die Pferde? Ganz einfach, Polo kann man nämlich auch auf dem Wasser betreiben in Kajaks. Da heißt das Ganze dann Kanu-Polo und wie das genau funktioniert, wollen wir uns heute beim Kajak-Club Nordwest anschauen. Und wir wollen herausbekommen, ist die Sportart mehr Kanu oder Polo? Ursprünglich wurde der Kajak-Club Nordwest im Jahr 1925 gegründet, um allgemeinen Wassersport zu betreiben. Über die Jahre hinweg entwickelte sich erst einmal der Kanu-Rennsport zur Säule des Vereins. Später wurde dann beim KCNW auch Kanu-Polo als Sportart eingeführt, damals noch auf einem Großfeld. Jens Werner ist im Vorstand vom Kajak-Club. Er hat den Umbruch zu einem reinen Kanu-Polo-Verein mit in die Wege geleitet. Der Verein hat auch noch Kanu-Rennsport betrieben und ist dann aber langsam zu der Schiene gekommen, mehr Kanu-Polo zu betreiben als Kanu-Rennsport. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, denn in dem Umschwung Großfeld-Kleinfeld haben wir dann langsam gesagt, okay, wir wollen nur noch rein Kanu-Polo uns damit beschäftigen, dass wir die Sportler einfach besser betreuen können, intensiver betreuen können. Und ich denke mal, die Erfolge über die Jahrzehnte gesehen, geben uns damit recht, dass wir den richtigen Schritt getan haben. Im Spielbetrieb geht der Kajak-Club mit zwei Bundesligamannschaften an den Start. Sowohl im Herren- als auch im Damenbereich konnten bisher mehrere deutsche Meisterschaften gefeiert werden. Sogar die Champions League konnte der Club einmal gewinnen. Der KCNW gehört damit zu den erfolgreichsten Vereinen aus Deutschland. Und diese Erfolge kommen nicht von ungefähr. Über die Jahre hinweg wurden und wird eine systematische Jugendarbeit betrieben. Bundesliga-Mannschaften, die wachsen nicht auf Bäumen, die kommen alle aus dem Nachwuchs, den Sie hier im Hintergrund dann sehen. Und das ist das Wichtigste für einen Verein, dass man unten anfängt, bei Schülern die Basis zu legen. Ab 8 Jahren kann man beim Kajak-Club trainieren. Um ein Teil des Vereins zu werden, muss man aber nicht gleich über das Format eines Bundesligaspielers verfügen. Jeder ist herzlich willkommen, um zum Beispiel auch im höheren Alter die Sportart zu erlernen. Das Ziel des Spiels ist einfach. Es geht darum, das Tor in 2 Meter Höhe zu treffen. Ob mit dem Paddel oder mit der Hand ist egal. Hauptsache drin. Pro Mannschaft gehen 5 Athleten aufs Feld. Oder besser gesagt aufs Wasser. Sven Westphal ist in seiner 24. Saison als Spieler und gleichzeitig auch noch Trainer. Ein echter Fachmann also. Ist Kanu-Polo eher Kanu oder mehr Polo? Ja, Kanu-Polo ist am Anfang eher Kanu in den ersten 2 Jahren und dann eher Polo. Wenn man das Paddeln erstmal gelernt hat, darauf kommt es natürlich an, dann ist natürlich Ballarbeit im Vordergrund, Technik im Vordergrund und dann macht es auch erst richtig Spaß, ja, also wenn ich mit dem Ball spielen kann. Paddeln an sich gehört dazu, ist die Grundlage, aber ist auch manchmal ein bisschen zäh für den Anfang. Svens Wort in Gottes Ohr, das werde ich später auch noch selbst qualvoll erfahren müssen. Beim Kanu-Polo geht es ordentlich zur Sache. Schnelligkeit und Härte sind wesentliche Bestandteile des Spiels. Ja, man fährt sich mal in die Boote, man kriegt mal einen Paddel an die Hand. Zimperlich darf man sich sein. Ja, ich sag mal, jeder, der als 2-Jähriger den Ball schon hinterhergerannt ist, der weiß ganz genau, wenn der Ball irgendwo ist, dann will man den haben. Bis zum Eishockey nach oben haben wir noch ein ganz kleines bisschen Luft, aber unmittelbar dahinter sollten wir schon vergleichbar mit Rugby angekommen sein. Deswegen spielt auch beim Kanu-Polo die richtige Schutzkleidung eine wichtige Rolle, um Verletzungen zu vermeiden. Helm und Visier sind also Pflicht. Die Badehose ist schnell angezogen. Alles, was mir jetzt noch fehlt, sind Kajak und Paddel. Schwimmen kann ich ja eigentlich ganz gut. Respekt habe ich aber trotzdem. Ertrunken ist bisher noch keiner, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Locker bleiben, Kenny. Kein Grund zur Sorge. Denn zur Sicherheit gibt es natürlich noch eine Schwimmweste. Die dient außerdem gleichzeitig als Panzerung. Dann geht es ab ins Wasser. Schon das Einsteigen ins Kajak läuft richtig gut. Und da wäre es schon fast passiert. Naja, gut. Helm noch aufsetzen und dann geht es los. Ja, Platz genommen habe ich und Sven, wo fahren wir denn jetzt als erstes hin? Wir müssen als erstes mal ein paar Meter geradeaus fahren lernen. Das ist das Schwierigste am Anfang, weil wir kein Steuer haben und im Boot sitzen zu bleiben natürlich. Naja, und dann geht's ab aufs Spielfeld. Lass uns spielen. Okay, legen wir los.
Auf geht's. Irgendwie habe ich es gewusst. Aber aller Anfang ist schwer, ich starte einen zweiten Versuch. Nachdem ich das Geradeausfahren zumindest ein bisschen gelernt habe, geht es dann aufs Spielfeld. Während die anderen gefühlt wie Raketen durchs Wasser schießen, habe ich schon Probleme, mich überhaupt vernünftig fortzubewegen. Um einen Kajak zu beherrschen, braucht es dann eben doch eine Menge Übung. Unter dem skeptischen Blick von Sven habe ich immer wieder Probleme, die Balance zu halten. Wendemanöver sind schwierig oder zumindest langwierig. Dementsprechend dauert es nicht lange bis zum zweiten Tauchgang. Eine Partie geht zwar nur 2x10 Minuten, spätestens jetzt weiß ich aber auch genau warum. Kanupolo erfordert jede Menge Kondition. Das Spiel läuft in solch hoher Geschwindigkeit ab, dass ich gar nicht hinterherkomme. Doch plötzlich schlägt meine große Stunde. Zumindest ein Tor gelingt mir, wenn auch mit mehr Glück als Verstand. Gerade wo ich denke, dass ich mich halbwegs ans Kajak gewöhnt habe, folgt die nächste Eskimo-Rolle. Naja, zumindest eine halbe. Zeit für mich, die Segel zu streichen. Ja, Kanu oder Polo, welche Sportart überwiegt hier beim Kanu-Polo, kann ich gar nicht sagen, denn ich hatte schon meine Schwierigkeiten beim normalen Paddeln, bin dreimal baden gegangen, aber ist gar nicht so schlimm, ich trockne mich jetzt gerade hier. Und wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt hier beim Kanu-Club Nordwest, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr seid mit einem Jahresbeitrag von 100 bis 220 Euro mit dabei. Das war's heute vom Vereinscheck. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.